liebe Schwestern, liebe Brüder. Jetzt haben Sie wahrscheinlich hier in Bayern in den vergangenen Tagen, Wochen kräftig im Wettersegen darum gebetet, dass der liebe Gott ein Erbarmen mit Ihnen hier hat und endlich Regen auf die Erde schickt. Und Ihr Gebet ist erhört worden. Ich freue mich für uns alle, dass das so eine kleine Abkühlung gegeben hat, wenngleich ich jetzt ein wenig unsicher bin, was ich angesichts der Wettersituation tun, sagen und machen soll. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich jetzt, auch wenn es was nachlässt, ziemlich nass geworden sein. Und wenn ich hier so zwischen der Zeltbahn und dem Gerüst durchschaue, dann erkenne ich, dass es weiter dunkle Wolken zu geben scheint. Also versuchen wir das Ganze kurz und bündig zu machen. Wir schauen, wie gesagt, liebe Schwestern, heute auf Maria, auf das Ende ihres Lebens, auf ihre Vollendung. Ihre Aufnahme in den Himmel, das ist krönender Abschluss, aber eben nicht in dem Sinne, dass nun Schluss wäre mit ihrem Leben. Sie ist vielmehr aufgenommen in die himmlische Vollendung, die kein Ende kennt. Ich habe das eben eingangs schon gesagt. Maria ist die Frau, die damals von Gott auserwählt ihren Sohn ganz in ihr menschliches Leben aufgenommen hat. Und deshalb wird sie heute von ihrem Sohn aufgenommen in sein göttliches Leben. Maria wird mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Botschaft, die uns alle angeht. Das ist die Botschaft, die für unser eigenes Leben existenzielle Bedeutung hat. Wir sind gegenwärtig von vielen Krisen geschüttelt. Innerhalb der Kirche, in der Gesellschaft, in der Welt. Wir sind geschüttelt von Energiekrisen, von Umweltfragen, von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Wir sind geschüttelt von den Folgen des Krieges in der Ukraine und an vielen anderen Orten. Und ich habe gehört, dass gerade auch hier in Ihrer Diözese so viele Geflüchtete Heimat gefunden haben und hier von ihnen aufgenommen wurden und gerade von ihren christlichen Gemeinden so tatkräftig unterstützt worden sind und geholfen wurde. Es gibt viele Krisen. Am Ende natürlich auch die eigene, nämlich die Frage, was wird sein mit meinem Leben? Was wird sein am Ende meines Lebens? Werde ich einfach wie ein Stern am Himmel mit meinem Leben verglühen? Der heutige Tag sagt uns etwas anderes. Er erinnert uns daran, dass wir als Menschen, die wir mit Leib und Seele in dieser Zeit leben, von Gott aufgenommen werden. Leib und Seele, das meint eben den ganzen Menschen, das meint die ganze Person, eben nicht nur die Seele, die nicht verloren geht. Gerettet wird der ganze Mensch. Der Mensch, der lacht, der weint, der isst, der trinkt, so wie er in der Welt greifbar und erfahrbar ist. Also unsterblich ist nicht nur ein Teil des Menschen, und zwar der Teil des Menschen, den wir Seele nennen. Unsterblich ist vielmehr alles, was in unserem Leben geworden ist, was wächst und wird, was in unserem Leib, in dem wir leben, in dem wir leiden und lieben, in dem wir hoffen und froh und glücklich und traurig sind, in dem wir vorwärts gehen, durch die Zeit unseres Lebens hindurch gereift ist. Es ist der ganze Mensch, so wie er in der Welt gestanden, gelebt, geliebt, gelitten, gehofft hat, der einst vor Gottes Ewigkeit umgriffen wird. Wie gesagt, liebe Schwestern und Brüder, hier geht es an das Eingemachte. Hier geht es darum, ob wir daran glauben, dass Gott das letzte Ziel ist,
zu denen wir unterwegs sind. An der Gottesmutter sehen wir heute, was Gott mit einer jeden und einem jeden von uns vorhat. Der Apostel Paulus hat das einmal der Gemeinde in Rom vor Augen gestellt, indem er ihnen geschrieben hat, dass wir alle dazu bestimmt sind, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser, der Erstgeborene, von den Toten unter vielen Schwestern und Brüdern sei. So wie der Vater seinen Sohn von den Toten erweckt hat. Und wie dieser Maria, der Mutter seines Sohnes, daran Anteil geschenkt hat, so will er auch uns alle erwecken und uns erheben in seine ewige, glückliche, glückselige, göttliche Lebensgemeinschaft. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das ist die Erfüllung unseres Lebens, die Teilhabe am Leben des dreifaltigen Gottes. Und so zeigt uns, liebe Schwestern und Brüder, Gott heute an der Mutter seines Sohnes, wie groß er im Letzten von uns denkt. Er zeigt uns, was wir ihm wert sind und was er mit uns vorhat. Er vernichtet uns nicht. Im Gegenteil, er vollendet uns, so wie er Maria vollendet hat. Er stürzt uns nicht in den Abgrund des Todes hinab, sondern er holt uns hinein und hinauf in sein Leben, so wie er Maria zu sich geholt hat. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Wahrheit vom Menschen, die Gott uns in der verklärten Mutter des Herrn zeigt. Und diese Wahrheit, die gilt es heute zu feiern. Aber eben nicht nur sie zu feiern, sondern sie auch zu leben. Wie? Indem wir, wie Gott, groß vom Menschen denken, und zwar von jedem Menschen, indem wir jeden Menschen als den sehen, den er vor Gott ist, als Ebenbild Gottes. In jedem Menschen, liebe Schwestern und Brüder, leuchtet Gott auf. In jedem Menschen haben wir es darum auch mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus zu tun. Was ihr dem geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir müssen deshalb jedem Menschen mit der Ehrfurcht begegnen, die wir dem Ebenbild Gottes schulden. Und je mehr diese Wahrheit von Menschen gelebt wird, desto weniger kann sich die Unwahrheit von Menschen in der Welt ausbreiten. Je stärker diese Wahrheit gelebt wird, desto schwächer und bedeutungsloser werden Kriege als Mittel zur Lösung von Konflikten. Und desto mehr werden auch Übel und Unrecht von Abtreibung und aktiver Sterbehilfe keine Chance haben. Schauen wir deshalb heute auf die verklärte Gottesmutter, das große Zeichen am Himmel, das Gott uns als Zeichen des Lebens und der Hoffnung geschenkt hat. Von dort fällt Licht auf uns alle. Licht, das unser Leben hell und froh macht. Und keine Macht der Welt kann dieses Licht löschen und diese Freude zerstören. Amen. Wir wollen, liebe Schwestern und Brüder, jetzt antworten auf das Wort des Evangeliums, indem wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.